Argentiniens Trainer Jorge Sampaoli hat Interkapitän und Superstar Mauro Icardi aus dem WM-Kader gestrichen. Bei der offiziellen Bekanntgabe des endgültigen 23-köpfigen Aufgebots der Gauchos strich Sampaoli insgesamt 12 Spieler. Neben Icardi müssen auch Nahuel Guzmán, Tigres UANL, Ramiro Funes Mori FC Everton, German Petzela AC Florenz, Leandro Paredes Zenit St. Petersburg, Diego Perotti AS Rom, Lautaro Martinez Racing, Club Enzo Pérez River Plate, Pablo Pérez Boca Juniors, Guido Pizarro FC Sevilla, Rodrigo Batalha, Sporting Lissabon und Ricardo Centurion Racing Club zu Hause bleiben. Icardi-Frau pestet gegen Argentinien-Coach, dass Icardi die WM in Russland 2018 nur vom Sofa aus verfolgen muss, konnte seine Ehefrau Wanda, die zugleich auch seine Beraterin ist, nicht im geringsten verstehen und ließ auf Twitter ihrem Unmut freien Lauf. twitter.com/Icardi-Status/9983300906943078 Torjäger der Serie A. Gerade erst schoss er sein 100. Tor für Inter im Alter von 25 Jahren, zudem Kapitän durch und durch, er gibt immer alles. Professionell und menschlich stets ein gutes Vorbild. Und hier ist die Belohnung, Champions, doch das reichte der besseren Hälfte noch nicht, so dass sie nochmal nachlegte und gegen Sampaoli twitter.com/Icardi-Status/99849086591242625 Mauro Icardi, 29 Tore in 34 Spielen, über Angebot im Sturm, zu viele Stars. Bei der Vorstellung des argentinischen WM-Kaders nahm Sampaoli nicht direkt Stellung zu Icardi. Doch eine Aussage könnte darlegen, wieso er sich gegen ihn entschieden hat. Mein größtes Ziel ist es, aus den ganzen Individualisten eine homogene Mannschaft zu formen, um bei der WM erfolgreich zu sein, und mit so vielen Stürmerstars, Messi, Aguero, Dybala und Higuain, wird es schon schwierig genug, alle bei Laune zu halten und einzusetzen. Der Interkapitän lief erst viermal im Trikot der Albi Celeste auf und gilt nicht gerade als Messi-Freund. twitter.com/Argentina/Status/99854479677411328 Vom Team, das bei der WM 2014 Deutschland im Finale unterlag, sind nur noch 8 Spieler dabei. Insgesamt griff Sampaoli in seiner knapp einjährigen Amtszeit bislang auf 55 Spieler zurück. Ersatzkeeper Franco Armani würde in Russland jedoch als einziger aus dem Kader sein Debüt feiern. Argentiniens WM-Kader im Überblick. Tor, Franco Armani, River Plate, Wilfredo Caballero, FC Chelsea, Sergio Romero, Manchester United Abwehr, Marcos Ekiona, Sporting Lissabon, Christian Ansaldi, FC Turin, Federico Fazio, AS Rom, Javier Mascherano, Hebaichina Fortune, Gabriel Mercado, FC Sevilla, Nicolas Otamendi, Manchester City, Marcos Royo, Manchester United, Eduardo Salvio, Benfica Lissabon, Nicolas Tagliafico, Ajax Amsterdam, Mittelfeld Evabanega FC Sevilla, Lucas Bilia, AC Mailand, Angel Di Maria, Paris St. Germain, Manuel Lanzini, West Ham United, Giovanni Lo Celso, Paris St. Germain, Maximiliano Mesa Independiente, Christian Pavon, Boca Juniors, Angriff Sergio Aguero, Manchester City, Paulo Dybala, Juventus Turin, Gonzalo Higuain, Juventus Turin, Lionel Messi, FC Barcelona.